Moin Leute, heute habe ich eine neue Folge So schlecht kann man nicht fahren für euch. Wenn ihr mir eure Dashcam-Videos senden wollt, könnt ihr das an die jetzt eingeblendete E-Mail-Adresse machen. Legen wir los! Was hat der überhaupt vorgehabt? Deswegen sollte man auch so überholen, dass man auch alles sieht. Wo guckt man eigentlich hin, wenn man rückwärts fährt? Eigentlich nach hinten. Besser so als durch die Scheibe. Warum steigt man nicht einfach aus und guckt, was da los ist? Der muss doch merken, was da passiert. Was ist los mit den Leuten? Dem ist es wahrscheinlich zu peinlich, einfach auszusteigen und mal zu gucken, was passiert ist. Der war wahrscheinlich kurz abgelenkt. Echt gute Reaktion vom LKW-Fahrer. Der denkt sich einfach, dafür habe ich doch einen Geländewagen gekauft. Der muss das abkönnen. Solange die sich einig werden, ist doch alles gut. Die haben Motorwäsche falsch verstanden. Der muss ja schon eingeschlafen sein. Der hat wahrscheinlich keine Geduld mehr mit dem gehabt. Deswegen lieber einmal vernünftig kaufen, sonst kauft man immer zweimal.
Freunde, welches Video fandet ihr am krassesten? Schreibt es in die Kommentare. Ich fand die Nummer 1 am krassesten. Wie kommt man eigentlich auf die Idee, die Tür an der Tanksäule aufzumachen und dann auch noch rückwärts zu fahren? Der war wahrscheinlich in Gedanken und hat gar nicht mehr nachgedacht. Das war's wirklich komplett. Schöne Grüße gehen raus an Fanfavorit 12, Dragonlord HD, EP Star 99 und It's Leo. Danke für eure Kommentare, Freunde. Ihr seid wirklich die Besten. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht, eine Bewertung dazulassen. Bis zum nächsten Video, Freunde. Ciao.